willkommen in St. Johannes, der ältesten der drei Innenstadtkirchen in Lüneburg, deren Grundsteinlegung bereits im 13. Jahrhundert stattfand. Im Mittelalter sah die Kirche noch ganz anders aus im Innern, als Sie das heute erleben. Es gab keine Kirchenbänke, die Gottesdienstbesucher standen während der Messe. An jeder Säule, an jedem Pfeiler, in jeder der Seitenkapellen standen Altäre, an denen etwa 100 Geistliche tagtäglich Messen lasen. Und diese 100 Geistlichen trafen sich am Sonntagmorgen in einem dreireihigen Chorgestühl im Hochchor der Kirche, um die Messe zu singen. Begleitet von einer kleinen Orgel, über die bereits im frühen 15. Jahrhundert berichtet wird. Und wenn Sie sich nun umdrehen und Richtung Westen schauen, also zum Eingang der Kirche, wo heute die große Orgel die Westwand ausfüllt, hätten Sie damals nicht etwa eine Westwand ohne Orgel gesehen, sondern einen großen leeren Gewölbebogen und dahinter das Westfenster der Kirche, durch die die Abendsonne bis zum Altar scheinen konnte. Die Orgel selbst hat im mittelalterlichen Gottesdienst kaum Funktion. Nur wenige große Kirchen besaßen repräsentative Orgeln. In Lüneburg kommen solche großen Orgeln erst im 16. Jahrhundert in Mode. Auch nicht etwa, weil die lutherische Reformation nach Orgelmusik geschrien hätte. Ganz im Gegenteil. Martin Luther fand, dass die Orgel eher zum, wie er das nannte, papistischen Geklingel gehörte. Also ein Zeichen für die Machtentfaltung der Kirche, etwas, was Luther eher ablehnte. Lutherische Kirchenordnungen in Lüneburg erzählen überhaupt erst im 17. Jahrhundert etwas von der Orgel. Also es gab keine wirkliche liturgische Notwendigkeit. Aber Lüneburg zählte damals zu den reichsten Städten im Deutschen Reich. Und so wurde irgendwann auch der Ruf laut nach einer großen repräsentativen Orgel, die man bei quasi Staatsbesuchen vorführen lassen konnte und mit der man seinen Reichtum zeigen konnte. Und so entschließt man sich 1551, eine große Orgel bei der damals berühmtesten Orgelbauwerkstatt Europas zu bestellen, nämlich der Werkstatt des Hendrik Niehoff in Herzogenbusch in den Niederlanden. Man musste nicht nach Herzogenbusch reisen, um Niehoffs Werke kennenzulernen, sondern Niehoff hatte 1551 im benachbarten Hamburg in der Petrikirche eine große Orgel fertiggestellt. Und die schaute man sich an und fand, ja, Niehoff war seinen Ruf wirklich wert. Und so bestellte man ihn nach Lüneburg, um dort Maß zu nehmen an der Kirche natürlich, aber Maß zu nehmen auch am Geldbeutel des Auftraggebers und schloss hier mit ihm einen Vertrag für eine große dreimanualige Orgel mit Pedal für 1000 Reichstaler. 1000 Reichstaler, damit hätte man damals ein sehr stattliches Kaufmannshaus in der Lüneburger Innenstadt bauen können. Und dann passierte das, was auch heute passiert, wenn eine Orgel in Auftrag gegeben wurde. Der Orgelbauer verschwindet in seiner Werkstatt und baut aus den Basismaterialien, nämlich Baumstämmen, im Wesentlichen Eichenholz, und aus Barren von Zinn und Blei und vielen anderen Materialien eine Orgel, die er zunächst in seiner Werkstatt oder in diesem Fall, weil die Orgel sehr groß war, in der benachbarten Kirche probeweise aufbaut, um in der Nähe der Werkstatt überprüfen zu können, ob wirklich alle Bauteile zusammenpassen. Und um sie dann anschließend, in diesem speziellen Falle per Schiff, nach Lüneburg zu verschiffen, um sie dort aufzubauen. 1553 ist es soweit, Niehoff kommt mit seiner Orgel nach Lüneburg und baut sie hier im Westwerk der Kirche auf. Ich sagte vorhin, es gab keine Wand, an der man sie hätte aufhängen können. Und Niehoff hatte ein statisches Problem. Wie befestigt man in einem freien, offenen Gewölbebogen eine so große Orgel? Und er wählte ein statisch sehr abenteuerliches System, was heute noch von Orgelbauern bestaunt wird. Untere Empore und die Brüstungsorgel und der dahinterstehende Spieltisch der Orgel stehen auf zwei hölzernen Pfeilern, Säulen, die auch heute noch da sind, die ihrerseits zwei monumentale Balken stützen, die rechts und links in den Pfeilern des Turms verankert sind. Alles andere,
was Sie darüber sehen, ist im Wesentlichen aufgehängt an eisernen Ankern im Dachgebälk, also durch das Gewölbe hindurch im Gebälk des Daches. Eine wagemutige Konstruktion, denn zwischen dem unteren und dem oberen Teil der Orgel befindet sich die mechanische Übertragung der Spielbewegung des Organisten. Und wenn man bedenkt, dass eine Taste sich gerade mal um 1 Zentimeter nach unten bewegt, um ein Ventil weiter oben in der Orgel zu öffnen, und gleichzeitig weiß, dass der Boden Lüneburgs durch den Salzabbau im Untergrund durchaus nicht stabil war, dann kann man sich vorstellen, wenn der Fußboden der Kirche sich um 1 Zentimeter senkt gegenüber dem Dachgestühl, sind alle Ventile der Orgel geöffnet, die Orgel heult und pfeift und es lässt sich nicht mehr drauf spielen. Und andersherum, wenn sich das Dachgebälk nur 1 Zentimeter senkt gegenüber dem Fußboden, dann kann der Organist zwar 1 Zentimeter seine Taste drücken, aber das Ventil wird noch lange nicht geöffnet. Dieses statische System hat bis in die 1970er Jahre klaglos funktioniert und tat es auch dann noch, aber die moderne Statik hat das Ganze nachgerechnet und fand, das sei unzumutbar und könne eigentlich nicht gehen. Und seitdem ist die Orgel durch große Eisenträger auch statisch stabilisiert.